Ja, herzlich willkommen wieder auf Löwen-TV beim ersten Schlosshotel Westerhol Cup. Hier machen sich schon die ersten beiden Mannschaften aus Holland und Luxemburg warm für das erste Spiel, das erste Halbfinale vom Schloss Westerhol Cup. Also wir zeigen euch ein paar Szenen vom ersten Halbfinale auf Löwen-TV und danach geht es auch direkt weiter mit dem Spitzenspiel Härtner Löwen, Regionalliga West gegen die Rostock Seawolves Pro B. No, I'm not a writer. Okay. So, da haben wir nun das zweite Halbfinalspiel vom Schloss Westerhol Cup. Unsere Jungs in Weiß heute, frisches neues Weiß, der Härtner Löwen, spielen gegen die Rostock Seawolves, einem Team aus dem Pro B, altbekannt aus der letzten Saison. Und ich sag mal, das schauen wir jetzt gleich mal rein, wie das Spiel gelaufen ist. Nach dem Spiel melden wir uns nochmal mit einem kleinen Feedback und Interviews von den Jungs und Trainern. So, Cedric, wir haben jetzt den ersten richtigen Test gehabt gegen Pro B-Gegner, Rostock Seawolves. Knapp Spannung bis zum Ende. Teilweise auch fast bis zu 10 Punkten geführt, glaube ich. Was sagst du zum Spiel heute? Es hat mir grundsätzlich schon sehr gut gefallen. Wir haben uns deutlich verbessert gezeigt gegenüber dem Spiel von Donnerstag. Wir haben den Ball gut laufen lassen. In 35 Minuten haben wir unseren Streifen halt gespielt. Und dann haben wir so Anfang vierte Viertel nicht mehr unser Spiel gespielt, was wir eigentlich spielen wollen. Ja, wir haben nicht mehr schnell gespielt, waren zu viele Einzelaktionen dabei und ja, dann haben wir am Ende halt verloren. Aber muss man noch sehen, wir haben ja gegen Pro B-Gegner gespielt, der auch mit Aufstiegsfavorit ist vielleicht in der nächsten Saison, auf jeden Fall oben mitkämpfen will. Und wie die Anzeigetafel zeigt, haben wir mit 2 Punkten verloren. Also kann man nur sagen, echt gut, top gemacht, top die Mannschaft eingestellt diesmal. Und wir hoffen natürlich, dass das dann gegen Gegner aus unserer Liga genauso und noch besser aussieht. Ja, da hast du recht, natürlich ein Pro-B-Ligist, der weiter oben anzusiedeln ist als jetzt Recklinghausen. Die spielen wahrscheinlich um Plätze 6 bis 10 mit Recklinghausen. Und Rostock ist halt eine Mannschaft, die halt oben mitspielt. Also war schon nochmal ein anderer Test. Man sieht auch von der Qualität her, ne, hier der Aufbauspieler von Rostock mit 26 Punkten. Ja, den haben wir halt nicht in den Griff bekommen. Aber klar, Hut ab, meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt. Ich kann nur sagen, Mannschaft sehr gut diese Saison, breit aufgestellt. Gefällt mir. Gefällt mir auch und Glück auf. So Nathan, first real game against a real, real team from one league. Yeah. Upper league on Pro B. So what do you think about the first real test? I'm really happy with it. I think we did really well. I think we played well as a team, we communicated, and I can see the improvement that we've made through the practices and through our games. Because we're a million miles from where we were at the start of the season, so I was happy with it. I wish we could have won though.